Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in dieser Folge mit dabei bist. Und ich freue mich heute sehr, einen spannenden Interviewgast begrüßen zu dürfen. Wir hatten vor ein paar Monaten schon ein ganz, ganz spannendes Interview und haben aber festgestellt, da steckt noch so viel mehr drin, dass wir gesagt haben, komm, lass uns gerne einen zweiten Teil machen und deswegen freue ich mich heute sehr auf diesen zweiten Teil und begrüße im Persönlichkeitstalk-Podcast ganz herzlich Gerold Wohlfahrt. Gerold, herzlich willkommen und schön, dass wir diesen zweiten Teil heute gemeinsam gestalten können. Ja, du, ich freue mich riesig, lieber Jürgen. Danke ganz herzlich für die Einladung, dass wir da weitermachen, weil wir haben ja festgestellt, es ist so viel mehr und lass uns doch da gerne etwas weitermachen. Und genau. Bevor wir starten, will ich dich natürlich einfach auch noch vorstellen. Du bist erfolgreicher Unternehmer, so quasi Slogan vom Kinderzimmer zum Weltmarktführer. Du bist Mentor, du bist Buchautor, du bist Investor und vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, ein ganz, ganz toller Mensch. Und deswegen lass uns gerne mal starten, lieber Gerold, thematisch. Wir hatten beim letzten Podcast einfach auch darüber gesprochen, wie dich vor allen Dingen auch das Thema Corona in deinem Unternehmen natürlich tangiert hat. Der 13. März 2020 war dann ein ganz, ganz entscheidendes Datum. Willst du noch mal schildern, was da passiert ist im letzten Jahr vor allen Dingen zu dem Thema Corona und was sich dann im Laufe der Monate und auch in diesem Jahr 2021 alles entwickelt hat? Das ist nämlich, denke ich, hochspannend und vor allen Dingen auch absolut inspirierend, das mal zu hören. Ja, du, wir sind in das Jahr 2020 reingestartet, hatten volle Auftragsbücher, wir waren fürs ganze Jahr ausgelastet, ja, ausgebucht, haben Aufträge abgelehnt, also eine Traumsituation für ein Unternehmen, ja. Und so sind wir rein in die Corona-Krise, ja, die uns voll erwischt hat. Also ich habe so das Bild, du fährst mit 230 auf der Autobahn und aus dem blauen Himmel fliegt ein Betonblock auf die Fahrbahn und du musst in die Vollbremsung reingehen. So ungefähr war das. Also das heißt, mit dem Freitag, den 13. März, wurde uns unsere komplette Existenzgrundlage weggezogen. Das heißt also, wir planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen und die sind ja alle europaweit geschlossen worden am 16. März. Das heißt, ich musste an dem Freitag früh um 7.30 Uhr in 400 Augen meiner Mitarbeiter schauen und sagen, Leute, ich habe ab Montag keine Arbeit mehr für euch. Ja? Ich weiß es nicht, wie wir diese Krise, wie wir das schaffen können, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht. Ich verspreche euch nur eins. Ich werde mir alles dafür tun, um jeden Einzelnen eure Arbeitsplätze zu erhalten. Und daran, da lasse ich mich messen. Und so sind wir rein in die Krise. Ja. Und dann binnen von 72 Stunden das gesamte Unternehmen in ein künstliches Koma runtergefahren. Also 2 Millionen Fixkosten auf 170.000 gedrückt herunter. Ja. Und gesagt, okay, was machen wir denn da? Ja. Und das wirklich europaweit. Also du hast halt eine wahnsinnige Herausforderung in Italien, in Frankreich, ja, in UK, Spanien, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn. Wo haben wir überall Mitarbeiter? Ja. Wie können wir das machen? Und dann, nachdem wir dann da waren, an dem Punkt, sagt, okay, jetzt sind wir da in dem künstlichen Koma, wir können nichts mehr tun, ja, keiner braucht uns gerade. Da habe ich gesagt, so, und jetzt lasst uns drüber nachdenken, wie kommen wir jetzt an Umsätze heran? Ja, wir haben Techniker, Fahrzeuge, hoch ausgestattet. Das gibt es doch gar nicht, dass die daheim sitzen und wir nichts dafür tun können. Gleichzeitig gibt es Supermärkte, Ärzte, Krankenhäuser, alles. Die haben dringenden Bedarf jetzt in der Zeit. Wie kommen wir denn da heran? Und dann habe ich binnen von 4 Wochen mit Book Your Rockstar ein europaweites Online-Buchungsportal aus dem Boden herausgestampft. Und da, also das ist heute mega erfolgreich, wir haben mittlerweile jetzt fast 5 Millionen Umsatz darüber generiert und das war eine Quelle da dran. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich all in gegangen und habe gesagt, okay, was braucht denn die Welt sozusagen, wenn der Lockdown wieder vorbei ist und wo geht da die Reise hin? Und da war halt dann, lassen wir uns mal nach China schauen, was ist denn da? Und dann sind wir rein und gesagt, okay, die brauchen irgendwie Masken, Desinfektionsmittel, irgendwie so Plexiglas-Elemente. Ja. Heute weiß man das alles, aber damals, ja, wusstest es ja nicht. Ja. Und ich bin dann wirklich all in gegangen, habe eine 750.000 Geld genommen. Das ist ja gerade Cash is King in dieser Zeit. Extremes Risiko. Und habe mir Masken und alles, Desinfektionsmittel, alles ans Lager gelegt und gesagt, so, jetzt habe ich 8 Mitarbeiter zurückgeholt. Gesagt, so, ihr telefoniert jetzt jeden Tag Kunden an. Und Ende vom Lied, binnen von 3 Wochen war dieses gesamte Material komplett verkauft. Mit einem
Super, super Deckungsbeitrag daran. Das heißt, das war der Schlüssel. Wir waren der Welt, in dem Fall Deutschland, 3 Wochen voraus und konnten letztendlich dann unser Business machen und alles, Masten, alles verkaufen zum super Preis. Und am Ende des Tages 2020 abgeschlossen mit dem erfolgreichsten Geschäftsjahr der 20-jährigen Firmengeschichte. Wahnsinn. Also echt beeindruckend, lieber Gerhard, wie du das jetzt schilderst. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie du sagst, ich gucke da in 400 Augen und verkünde, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann dennoch einfach auch das in der Form jetzt aufzubauen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark einfach das Thema Mindset und vor allen Dingen, es kommt nicht auf die Situation an, sondern wie wir mit dieser Situation dann umgehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich sage dann immer, lassen wir uns von dieser Situation vom Äußeren führen oder führen wir uns selbst in diese Situation, um dadurch das Äußere zu beeinflussen oder zu gestalten. Ich glaube, das ist einfach auch sehr beeindruckend, wie du das geschildert hast, dass das genau der Weg ist. Das können wir ja auf viele Dinge in unserem Leben übertragen, oder? Absolut, ja. Es ist ja wirklich egal, wo du das nimmst. Ja. Ich habe ja 3-mal den Ironman gemacht, ja, wo du auf einmal krank wirst, 40 Fieber, 2 Wochen kein Training, ja, wo du auch an allem dann zweifelst, ja, egal was das ist. Aber der Punkt ist das, und wenn man also nochmal Corona, und das muss man einfach auch klar wissen, ja. Also für mich war das ein Schock. Also ich habe da an diesem Freitag, ich bin da rausgefahren aus dem Büro, ich bin erst einmal in den Wald gegangen, habe gesagt, ich brauche jetzt Abstand, und ich habe da rumgeschrien und gefragt, warum, ja, also so diese Antwort gesucht, ja, und das hat dann wirklich gedauert bis Sonntag, also diese Zeit, diese, ja, 36 Stunden, wie es dann waren, also die habe ich auch gebraucht, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen sowas, was einfach so kommt in unser Leben herein, da brauchen wir auch eine gewisse Zeit, um diesen Schockzustand zu gehen. Aber dann ist halt der entscheidende Punkt, wie schaffe ich das, da wieder rauszukommen? Da gibt es ja Situationen, auf einmal fährt frühest deine Frau weg, Polizei ruft dann Verkehrsunfall, Frau tot. Ja? Das sind Situationen, wie gehst du damit um? Ja? Wie kommt sowas in dein Leben? Und das kann ja überall passieren. Und es ist aber immer der Punkt zu sagen, okay, wie schaffe ich das, da wieder rauszukommen? Ja? Wo ist die Motivation? Was begeistert mich jetzt daran? Und das ist Unternehmer ist das eine, aber ich bin genauso Mensch, Familienvater, Sohn, ja, alles da. Ja, und das, ja, können wir überall anwenden, Jürgen. Ja, absolut. Also danke nochmal für diese Ehrlichkeit auch, aber für diese Inspiration auch, einfach auch das weiterzugeben, was auch möglich ist in solchen Situationen. Und Gerhard, wenn wir weiterblicken, dann hat sich das in dem eigenen Unternehmen bei dir in dieser Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Aber es ist ja auch noch mehr passiert. Ich hatte schon vorher gesagt bei der Einführung, du bist auch Mentor, du bist auch Investor. Und wenn wir da mal gucken, dann hat sich im Jahr 2021 ja auch da einiges entwickelt. Willst du da mal schildern, weil ich finde das auch total interessant, was da noch zusätzlich dann zu deinem eigenen Unternehmen entstanden ist und welche Ideen du da in die Umsetzung gebracht hast und ja immer noch bringst, so darf man es ja sagen. Genau, ne, definitiv. Ja, also im Endeffekt habe ich mich mal auch da mal zurückversetzt in dieser Zeit. Corona war ja auch für viele so eine Einkehr, ja, Zeit für sich. Ja, du hast ja, die Ablenkung hat dir ja gefehlt, Kinobesuch, Theaterbesuch und, war ja alles nicht. Und ich habe mir dann mal zurückbesonnen, zu sagen, Mensch, was war denn damals bei mir vor 20 Jahren, wo ich begonnen habe, so als Gerold Wohlfahrt One-Man-Show. Ich habe damals einen Mentor gesucht, jetzt wollen wir so ein Bild, so einen 60-jährigen, grauhaarigen Mann, der schon irgendwie so alles erlebt hat, ja, in seinem Leben, und der mir ganz, ganz viele Tipps und Ratschläge geben kann und somit ja mir Fehler vermeidet, Learnings vermeidet. Und Ende vom Lied war so, ich habe niemand gefunden. 2-mal habe ich die Aussage bekommen, du weißt du eigentlich, Gerold, warum ich dich nicht unterstütze? Und ich so, nee, warum denn nicht? Ja, da weißt du, du könntest mein Konkurrent morgen sein. Mhm. Ja, das war damals so diese Denke. Ja. Und ich habe dann 50.000 Euro Startkapital gebraucht, nicht weil ich kein Geld hatte, sondern ich hatte vorher schon ein Haus gebaut, zusammen mit meiner Frau. Und da ist halt das ganze Eigenkapital alles reingeflossen gewesen. Aber ich wollte unbedingt meine eigene Firma dann gründen mit 29. Ja, und habe dann 50.000 Euro gewollt, aber niemand hat mir damals dieses Geld gegeben. Ja, war einfach die Zeit der neuen Medien, ja, und ja, keine Chance. Und das war so dieser Schmerz. Und da habe ich gesagt, Mensch, und heute, wir haben solche tolle Ideen, die da sind, ja, und Corona, die hat 1000 neue Probleme geschaffen, ja, die Welt jetzt einfach lösen kann mit neuen Ideen, mit neuen Produkten, neuen, ja, neuen Businesses da draus. Wie könnte das jetzt kombiniert werden? Ja, die Welt ging online und dann war eigentlich für mich der Schlüsselfaktor gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das ist die Geburtsstunde von Invest to Grow.
ein weltweit einmaliges Mentoring-Programm, was ich da geschaffen habe in dieser Zeit. Und bin dann reingegangen und gesagt, okay, was biete ich denn da? Ja, also ich biete eine Begleitung über 12 Monate hinweg für Startups und nehme jeden genau da, hole ihn da, wo er gerade steht, ja, und bringe ihn dahin, wo er denn hin will. Ja. Und das ist oftmals, ist es einmal fehlt das Kapital, das andere ist Vertrieb, Marketing. Also sind immer verschiedene Dinge, um was es geht. Aber so ist es diese Gesamtbegleitung. Ja. Und ich nehme es ja letztendlich diese Startups dann mit rein und schau halt, wie bauen wir jetzt Vertriebsstrategie auf? Was machen wir im Marketingbereich? Wie kommen wir letztendlich dann an Kapital mit heran? Mhm. Und daraus ist dann, können wir auch noch ein wenig eingehen, die Roadshow, der Grow, dann auch mit daraus entstanden aus dem Ganzen. Ja. Und am Ende dieser 12 Monate investiere ich privat auch, ja, also ganz persönlich in die für mich aussichtsreichsten Startup-Ideen. Und somit ist das eine ideale Kombination. Und wir haben letztes Jahr über 500 Bewerbungen bekommen für gerade mal 16 limitierte Plätze, die da sind. Und ja, was wirklich fantastisch ist. Und die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen macht wahnsinnig viel Spaß. Okay, also du gibst so deinen wertvollen Erfahrungsschatz auf diesem Weg auch weiter. Du hast auch gesagt, über 500 Bewerbungen, das zeigt ja schon mal eine große Resonanz, aber es gibt halt auch nur limitierte Plätze, klar. Jetzt würde es mich mal interessieren, und ich denke auch viele, die zuhören, wie sortierst du diese Bewerbungen für dich dann aus? Also worauf guckst du, was ist dir wichtig, um am Ende wirklich dann auch die für dich zu gewinnen, wo du sagst, da sehe ich einfach auch Riesenpotenzial und das unterstütze ich gerne. Wie gehst du da vor? Weil ich denke, das ist ja auch sehr, sehr spannend, von 500 das dann im Trichter auf ein paar wenige wirklich dann rauslaufen zu lassen. Ja, hochspannende Frage, Jürgen. Und in der Tat ist das ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Die erste Beurteilung ist für mich die Geschäftsidee, die dahinter steht. Weil das ist eigentlich für mich so mal der Schlüsselfaktor, weil ein Gründer-Gründer-Team, da kannst du dran arbeiten. Aber die Geschäftsidee ist dann einmal so, sag mal, wow, ist das mega, ja, da dran. Und dann schaue ich, okay, wo ist denn das Potenzial? Und idealerweise hat diese Geschäftsidee so eine Skalierbarkeit eigentlich in idealer Weise ins Unendliche, wo du sagst, du bist da nicht mehr begrenzt auf irgendwelche regionalen Märkte oder auf bestimmte Nischen, dass das nur bestimmte Personengruppe, Berufsgruppen, Privatpersonen anspricht oder wie auch immer. Und dann natürlich, wie passt es zum Zeittrend mit hinein? Also erstmal die Geschäftsidee beurteilen. So. Und wenn das interessant ist, dann gehe ich dann wirklich in den direkten Call mit rein und sage, okay, ich will jetzt die Gründerin, Gründerteam entsprechend kennenlernen. Und da will ich dann sehen, brennt der Gründer, Gründerin, brennen die wirklich für ihre Idee? Was kommt denn da so raus? Was wollen sie bewegen? Und was ist vor allem auch ihr Why? Wo steckt es damit drin? Also was haben Sie irgendwann mal in Ihrer Kindheit oder irgendwo erlebt, ja, um das zu machen? Weil wenn dieses Why, wenn das so tief drin steckt, dann wirst du einfach auch in so wie Corona-Situationen, da wirst du durchhalten, da wirst du die Resilienz haben, weil du weißt, ich weiß, warum ich das tue. Ich mache es nicht nur, ums Geld zu verdienen und raus aus dem Arbeitnehmerverhältnis, sondern ich verfolge eine große Mission und dafür brenne ich. Mhm. Das will ich sehen, ja, wenn das so vorhanden ist. Mhm. Und dann kann es aber trotzdem am Ende des Tages führen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir vielleicht 35, ja, für 16 Plätze. Ja, auch passiert. Okay. Das macht es dann auch nicht einfacher. Und da bin ich dann froh, mit Robert Hornsteiner und Burkhard Schneider zwei Mitmentoren zu haben, wir machen das also zu dritt in dem engen Team, und dann tauschen wir uns nochmal aus und führt dann häufig auch nochmal zum Zweitgespräch mit einer Dreierrunde. Und am Ende des Tages muss dann halt wirklich so eine Dreierentscheidung treffen und sagen, okay, das sind jetzt die 16 Plätze und die stehen jetzt und die haben wir jetzt. Ja, also klar, am Ende kommst du irgendwann dorthin. Aber manchmal ist es schade, und so war es auch letztes Jahr passiert. Wir haben dann spontan uns da dafür entschieden, zwei Gruppen zu machen, 12 Personen, anstatt eine mit 16. Also von dem her haben wir die 16 nicht ganz geschafft für das Jahr 2021. Ja, und, aber das war dann der Kompromiss, weil da war einfach ja 8 Ideen dabei. Ich habe gesagt, die wollen wir auf jeden Fall begleiten, dann raus heraus. Ja. Okay. Sehr, sehr spannend. Also du sagst zum einen, klar, die Geschäftsidee an sich, in welche Richtung geht die oder was kann die auslösen, was löst die auch für Probleme so quasi dann bei uns als Menschheit teilweise. Aber spannend einfach auch so quasi diese anderen Punkte, dieses Why, wie du sagst, und wir sind ja hier im Persönlichkeitstalk-Podcast, könnte man das auch sagen, letztendlich ist es auch die Persönlichkeit oder die Persönlichkeiten, die hinter dieser Idee stehen,
Wie ist das letztendlich auch verankert in dem Ganzen, oder? Weil das ja auf Strecke dann wahrscheinlich das ganz Entscheidende ist, was mich durchhalten lässt. Du hast das Thema Resilienz angesprochen, was auch Herausforderungen bedeutet, die wahrscheinlich automatisch kommen werden, wie man damit umgehen kann. Ich denke, das sind so ganz wichtige Dinge, auch aus deiner Erfahrung, die unheimlich wichtig sind und die letztendlich auch etwas erfolgreich dann gestalten lassen oder wo manche dann eben scheitern, wenn sie das nicht haben. Ist das auch etwas, was du immer wieder feststellst auch? Ja, also definitiv. Das ist ein sehr, sehr starkes Thema und hat auch damit zu tun, dass ich eben dann 12 Monate diese Unternehmen begleite und am Ende dieser 12 Monate auch sage, okay, in das und das Startup würde ich sehr, sehr gerne auch selber investieren, weil ich erlebe schon auf dieser Zeitreise, da verlierst du auch sehr, sehr gerne auch Unternehmen, die einfach nicht liefern. Die gibt ja Menschen, die können toll reden, sich gut darstellen und alles. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, okay, dann ruf jetzt diese 10 Kunden an und morgen wieder und übermorgen wieder und so weiter. Und dann gibst mir am Ende dieser Woche klipp und klar, wo hast du die 5 Termine ausgemacht? Wo sind die? Ich will die sehen. Ja? Und wenn es dann heißt, ja, nee, heute war nicht und den nicht erreicht und dann fängt es an mit Ausreden. Das kann mal passieren, aber du merkst es ganz, ganz schnell. Da steckt es nicht drin, das kommt nicht, da ist nicht der Motor mit da oder sind andere Dinge wichtiger, ich gehe dann lieber mal Golf spielen und weil abends dann nicht fort, weil es jetzt wieder geht oder. Und dann sagst du, okay, das hat so keinen Sinn. Das wird so nicht funktionieren, weil du musst einfach bereit sein und das ist gerade im Business am Anfang, du musst dir einfach hart gesagt den Arsch aufreißen. Das gehört dazu und jeder, der da irgendwie was anderes erzählt, das ist einfach Bullshit, das stimmt so nicht. Am Anfang ist es Knüppel. Hat. Und da begleiten wir die Unternehmen, aber wir wollen einfach auch sehen, wir begleiten sie, wir schieben sie nicht. Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Ja? Wir sind an deiner Seite jederzeit, sag Bescheid, wir laufen da ja, in der Richtung, aber wir schieben dich nicht an. Das werden wir nicht tun, sondern dann sagen, okay, dann bestimmst du das und wenn dir das jetzt das andere wichtiger ist, okay, aber dann lebe bitte auch mit den Folgen da draus. Okay, auch ganz spannend. Das heißt, ihr übernimmt nicht die Verantwortung, die beim anderen zu bleiben hat, sondern ihr begleitet, aber die Verantwortung ist schon immer noch bei demjenigen, der letztendlich auch dieses Startup für sich gegründet hat oder letztendlich so dahinter steht. Ja, weil du musst ja denken an die Zeit danach, Jürgen. Ja. Weißt du, nach 12 Monaten ist vorbei und dann kann man ja nicht sagen, okay, jetzt habe ich auf Lebenszeit meinen Mentor gebucht. Also ich muss ja auch lernen, selber zu laufen. Ja? Ich bin ja Unternehmer, Unternehmerin und das, ja, das nehmen wir nicht ab und es wäre auch fatal, irgendwo da was anderes zu versprechen. Absolut. Jetzt kommt mir natürlich noch so eine Frage, Gerald. Du hast ja gesagt, du hast da viele Startups schon kennengelernt. Hast du mal so 1, 2, 3 Beispiele mit so tollen Ideen, wo du sagst, Mensch, das sind echt tolle Ideen, die da drinstecken, die da so entstanden sind? Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, was denn da alles so kommt an Ideen, die dann so quasi in die Umsetzung gebracht werden. Ja, das ist echt faszinierend, wenn du da über 500, ja, und ich kriege also irgendwo, ich kriege im Moment pro Tag so zwischen 15 bis 20 Pitch-Decks, ja, also das hört ja nicht auf, weil wenn du einmal in die Öffentlichkeit gehst, dann ist das ja hoch, hoch spannend. Wenn ich da zum Beispiel mal eins rausgreife, ist ein Startup aus Österreich und hat entwickelt ein modulares Möbelsystem, bestehend aus 18 einzelnen Teilen. Und mit diesen 18 einzelnen Teilen kannst du im Endeffekt hergehen und kannst ein Kinderzimmer einrichten. Du kannst da draußen Jugendzimmer machen. Du kannst da draußen Wohnzimmer machen. Du kannst da draußen Schlafzimmer machen, ein Esszimmer machen. Ja, aus diesen 18 Teilen. Das heißt, im Endeffekt, du könntest du sagen, ich investiere einmal in dieses Möbelsystem und es begleitet mich 20 Jahre lang, 25 Jahre lang, solange ich will. Und das ist auch so gebaut, dass du das so klein hast. Das heißt, du kannst es auch auf so einen Sackkarren drauf tun, so ein Rolli, und dann ganz leicht in der Straßenbahn transportieren, wenn du jetzt umziehen musst, ja, in der Stadt oder wie auch immer. Du brauchst also auch kein Umzugsauto oder sonst irgendetwas. Die Verbindungen sind so stabil. Design super, sexy, schön aufgebaut, also total modern und, ja. Und preislich in einer Kategorie, sagen wir mal, so knapp über IKEA. Also hochspannendes Modell, weltweit skalierbar, nachhaltig, ohne Ende, ja, preisintensiv. Und das ist jetzt als zum Beispiel jetzt mal so eine Startup-Idee da draus, was sich da entwickelt hat. Ein Schreinermeister aus Österreich, 5 Jahre lang sich mit der Idee beschäftigt, Prototypen jetzt mittlerweile gebaut und alles.
Das nur mal so als Beispiel, ne? Was da so, so ist. Also tolle, tolle Ideen. Also das ist hochspannend, habe ich so noch nicht gehört, aber diese 18 Teile, wenn ich richtig verstehe, dann Gerhard, die sind immer wieder verschieden dann zusammenzubauen und dadurch entsteht wieder was Neues dann so quasi, oder? Aber Genau. so konzipiert, dass das funktioniert. Also spannend. Also du hast so einen Konfigurator, ne? Du kannst das alles online machen, hast dann deinen Raum und dann kannst du konfigurieren und die Software ist so ausgelegt, dass die dann immer sich verbindet und sagst, okay, Tisch, dann entsteht da draußen Tisch und, ne, und dann in den Raum mit reinpassend und also ja, kannst deinen Raum einrichten und hast halt immer diese Module, also wie so ein Lego-Baukasten sozusagen geht es da und die Verbindungen, alle Dinge und die Verbindungen sind eben aus Metall, sodass das halt wirklich was Dauerhaftes ist, wenn du die Schrauben wieder lösen musst, dass das geht und trotzdem ist es schön filigran, ja, alles aufgebaut, also wirklich hoch, hoch spannend. Okay, also spannend. Kannte ich so noch nicht, aber schon wieder was dazugelernt. Auch mal da. Kannst du auch noch nicht kennen, gibt es doch nicht genau, weltweit. Genau, aber da Augen offen zu halten, wenn es das mal gibt, wie das genau funktioniert, das ist hochspannend. Und wenn wir das angucken, also jetzt das, was du geschildert hast bei diesem speziellen Startup, aber auch grundsätzlich bei den Startups, dann geht es ja darum, dass du auch deine Kollegen, wie du geschildert hast, begleiten, damit es größer wird, dass das wächst. Und du hast vorher schon angesprochen, jetzt gibt es ja auch, wenn wir das übertragen, auch so Grow, wenn wir das so in das Wachstum bringen. Auch das ist sehr, sehr spannend. Willst du auch da mal schildern, was da passiert ist, was ihr da macht? Weil das hängt ja auch ein Stück weit hier zusammen und wie sich das auch entwickelt hat. So Grow, also für alle, die zuhören, merkt euch das mal, verfolgt das gerne mal. Aber schilder gerne mal, lieber Gerhard, was da dahinter steckt und was die Idee dahinter ist und was das letztendlich auch ja, bewirken soll. Ja, ich habe letztes Jahr habe ich in ein Unternehmen investiert, das nennt sich SalesUp und SalesUp ist die größte Matching-Plattform für Startups und den Mittelstand in Europa. Es sind heute über 95.000 Startups gelistet und die suchen dort Vertrieb, Kontakte, Marketing, Kooperationen oder auch Kapital. Ja, und finde ich hoch, hoch spannend. Und wie gesagt, bin da als Investor eingestiegen und wir haben dann am 25. Dezember mit dem Bernhard Schindler, das ist der Founder und Geschäftsführer von SalesUp, ja, haben uns geschrieben, 25. Dezember, erster Weihnachtsfeiertag, Lockdown, daheim, du darfst nichts machen, eigentlich gehst du eigentlich um die Zeit Skifahren und genießt das herrliche Wetter, war wunderschöner Schnee in den Bergen, ja, aber no way, also was machst du? Da haben wir uns so geschrieben, Mensch, ja, und so weiter. Und daraus ist, also wirklich aus einer Schnapsidee heraus, ist The Grow entstanden. Weil man gesagt hat, Mensch, jetzt ist Corona, die Leute sitzen daheim, jammern, es passiert nichts, ja, keiner macht Veranstaltungen, es kann doch nicht sein. Ja. Und ich bin kein Mensch, der irgendwie Probleme verwaltet oder rumjammert, sondern einfach Lösungen sucht. Und daraus ist binnen von 3 Tagen das Konzept für The Grow entstanden. Und was ist The Grow? Ist im Endeffekt eine Mission. Wir wollen Startups das wahre Gesicht geben, ja, die wahre Öffentlichkeit, die richtige Bühne geben, weil viele denken so, Startup ist so Jugendforscher, oder so ein Arm, der sich irgendwie bewegt, so in der Art, ja, aber das sind ja das ist ein Flixbus, ja, Trivago und ganz, ganz viele, ja, entsprechende Startups im Bereich von über 1 Milliarde mittlerweile in der Bewertung, ja, das sind alles Startups, ja, da drin, also das, von dem her passt dieses Bild gar nicht und auf der anderen Seite brauchen wir aber den Mittelstand, den wir wachrütteln müssen, ja, die sind da gerade in der Dachregion enorm in einem Tiefschlaf unterwegs, denen fehlt der Schlüssel zur Digitalisierung oder erkennen das noch gar nicht, wie wichtig das ist. Also das heißt, wir wollen da wachrütteln. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir wachrütteln? Lass uns in die Region mit reingehen. Ja. Und so ist dann die Roadshow entstanden in München, in Wien, in Zürich. Ja. Und wird dann am 17. September in NC stattfinden, direkt bei mir auf dem BK Campus, der BK Group. Mit ganz, ganz tollen Gästen, Oliver Kahn, Frank Thelen, ja, nur mal, um mal zwei Namen zu nennen da draus. Also richtig, richtig gut. Und da wollen wir eben das zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite diese tollen Innovationen und auf der anderen Seite die Erfahrung, das Know-how und auch das Kapital und dass wir die miteinander zusammenbringen, dass die lernen, wie sprechen wir gemeinsam nicht eine Sprache, aber wie verstehen wir uns beidseitig? Ja? Weil der eine, der braucht den anderen, weil der eine wird in Zukunft ohne den anderen einfach nicht mehr leben können. Und ich habe mir dann auch gesagt, Mensch, wenn da so tolle Finanzinvestoren in Startups investieren und damit auch richtig Geld gemacht wird und alles, warum machen das eigentlich die Unternehmen nicht, die sich damit ihre Zukunft sichern könnten? Mhm. Und das ist im Endeffekt die Mission von The Grow. Wurde mittlerweile zur erfolgreichsten, größten Roadshow Europas. Ja, also das mit über 5.000 Teilnehmern erfolgreichste Event.
Richtig mega. Und daraus ist dann auch noch der Grow Entrepreneurs Club entstanden, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen noch tiefer gehen, Unternehmer mit reinbringen, Experten mit reinbringen aus den verschiedensten Fachgebieten und aus der Grow Entrepreneurs Club den innovativsten Unternehmerclub Europas machen. Das ist die Mission, da sind wir mittendrin, wahnsinnig stark unterwegs. Und so ist eigentlich das gesamte Ding ein riesengroßes Ökosystem, ja, wo alles miteinander verbunden ist. Und ja, ich bin sozusagen mittendrin ein sehr, sehr wichtiges Zahnrädchen, ja, in diesem gesamten Ökosystem. Wow, hochspannend, was in einem halben Jahr alles passieren und entstehen kann. 25. Dezember, wenn wir jetzt gucken, jetzt haben wir so Mitte Juli, so knapp immer ein halbes Jahr, was da entstehen kann, wenn die Idee da ist, wenn man entsprechendes verfolgt. Und wir haben ja vor ein paar Monaten gesagt, Gerald, Mensch, das ist so spannend, lass uns gerne mal einen zweiten Termin noch machen, um bestimmte Themen da auch noch viel stärker beleuchten zu können, auch in einem gewissen zeitlichen Rahmen. Ich sehe schon, irgendwann brauchen wir einen dritten Podcast, weil wahrscheinlich die nächsten Monate wieder entsprechend viel passiert. Aber das halten wir uns gerne offen und dann gucken wir mal. Also kann ich sagen, Jürgen, ne? Also wir sind zum Beispiel gerade dabei, die BK World zu planen. Das okay. heißt, das Einkaufen der Zukunft. Wir werden bei uns auf dem Firmengelände werden wir eine Ladestation bekommen für Elektrofahrzeuge von einem sehr, sehr namhaften amerikanischen Hersteller für Elektroautos. Den Namen darf ich aber leider öffentlich nicht sagen. Und der wird letztendlich nach NC kommen und dann haben wir im Jahr 180.000 Elektroautofahrer, die hier direkt herkommen und die brauchen natürlich Essen, Verpflegung und menschliche Bedürfnisse, alles gut. Aber wir wollen genau die dafür nutzen, um das Einkaufen der Zukunft zu kreieren. Und da sind wir gerade dabei mit einer tollen Projektgruppe, tollen Menschen weltweit in Workshops das zu entwickeln, was es so noch nicht gibt. Das heißt, wir wollen eine Einkaufsmall in 150 Quadratmeter bringen, ohne Menschen, ohne irgendetwas, ja, da drin 24/7 das Ganze auch betreiben und alles. Und wie kann das funktionieren? Wie machen wir das? Das ist zum Beispiel ein Projekt, die Eröffnung ist für Frühjahr 2022 geplant. Ja, das würde ja dann in unseren Rhythmus gut reinpassen, irgendwann nächstes Jahr, Frühjahr, die dritte Folge, wo wir dann über dieses Thema gezielt sprechen, weil ich bin jetzt da schon neu, ich glaube, der eine oder andere, das hört auch. Was steckt denn da genau dahinter? Wie soll denn das funktionieren? Was ist denn da genau zu tun? Also lass uns das gerne mal festhalten, weil ich glaube, das ist einfach auch wieder ein spannendes Thema. Und ich bin mit meiner Vermutung ja dann schon richtig gelegen, ohne dass ich es vorher wusste, dass da schon wieder was passiert. Und von dem her finde ich das sehr, sehr spannend, lieber Gerald. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön für diese Zeit, die du uns wieder gegeben hast, für diese wertvollen Inspirationen, die Impulse, auch zu diesen Themen, die du begleitest, wo ich aber denke, da kann man unheimlich viel rausziehen, auch für sich persönlich, wenn man das wirklich mal genauer betrachtet. Und zum Ende hin noch eine abschließende Frage an dich. Was ist so quasi dein letzter Gedanke, den du heute gerne der Community im Persönlichkeitstalk-Podcast mitgeben willst? Ich will einfach klar mitgeben, Jürgen, dass du, egal was ist, du kannst aus allem was mega Großes machen. Ja, und ich denke mal, die Story jetzt hier allein in dem Podcast, wenn man sieht, wo waren wir, ja, und was hat sich in einem Jahr daraus entwickelt aus allem. Und das kann jeder. Ja, und das Einzige, was es ist, ist dein eigenes Mindset. Wie gehst du mit dieser Situation um? Und somit Motivation, egal wo ihr gerade steht, nehmt es heraus, ihr könnt Gigantisches erreichen. Super. Also danke nochmal für diesen Schlussgedanken, für diesen wertvollen, für deine Inspirationen, für deine Impulse, für deine Gedanken, die du heute mit uns geteilt hast. Ich verlinke dich auch in den Shownotes mit deinen Kontaktdaten. Wenn jemand sagt, Mensch, oh, klingt interessant, da will ich mehr erfahren. Oder, hey, Startup, da bin ich doch auch unterwegs. Wie sieht denn das aus? Also ich verlinke dich mit einem direkten Link, dann habt ihr entsprechend auch den Kontakt direkt. Sage nochmal herzlichen Dank, lieber Gerald, für deine Zeit, für deine Punkte, Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg, vor allen Dingen beim neuen Projekt, aber auch bei allen anderen Dingen, die da so anstehen. Vor allen Dingen auch viel Gesundheit und verbunden mit viel Lebensglück. Und danke nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke dir ganz herzlich, Jürgen, für den sehr interessanten Podcast und hoffe natürlich, dass für die Zuhörer, um die geht es ja letztendlich, ja ein großer Mehrwert daraus entsteht. Ganz bestimmt. Dankeschön nochmal. Du hast es erwähnt, Zuhörer. Ich sage natürlich auch vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder, wenn du sie bei YouTube gesehen hast, auch hineingeschaut hast. Wünsche dir, dass du viele Impulse für dich mitnehmen kannst, für dich auch gut umsetzen kannst in deinem täglichen Leben. Wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Lebensspielfeld geht. Da geht noch was,
Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.